Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. So schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ich würde ja gerne mal zu Beginn so eine Situation schildern, die du vielleicht kennst, so oder so ähnlich abgewandelt, dass du im Grunde genommen deine Talente und Fähigkeiten eigentlich kennst, zum großen Teil schon. Dass du weißt, die liegen bei dir so im Verborgenen. Und du weißt nicht genau, wie du jetzt endlich mal, ja, ich nenne es mal so, deine medialen Interessen und Fähigkeiten wirklich mal auf die Straße bringen sollst. Mit anderen Worten, wie du dich damit wirklich zeigen sollst. Und der zweite Knackpunkt ist möglicherweise, dass du dich auch noch im Job, wie man so schön sagt, im Brotjob in Anführungsstrichen gefangen fühlst, also dass du einen Job machst, der dir den Kühlschrank füllt, was aber wirklich nicht so zu 100% deines ist, aber du machst es halt, weil jeden Monat so ein X auf dem Konto erscheint. Kenne ich nur zu gut aus meinem früheren Leben, sehr sicherheitsdenkender Mensch. Einer der Gründe, warum ich in den öffentlichen Dienst bin, weil ich da gedacht habe, hast einen sicheren Job, kannst bis zur Rente bleiben, kann dir nichts passieren. Alles gut. Was ich nur zunehmend gemerkt habe, nicht nur, dass ich unzufriedener wurde an diesem Arbeitsplatz, zwar dankbar, dass jeden Monat so Mix aufs Konto kommen, aber ich habe mich da fehl am Platz gefühlt, weil ich einfach, genauso wie du möglicherweise, auch gespürt habe, da sind viel mehr Talente und Fähigkeiten in mir verborgen, als das, was ich bis eben lebe. So im Groben wusste ich auch so tendenziell so meine Interessen und wo die Reise hingehen darf. Aber wie genau ich damit dann auch Geld verdienen kann, sprich mir meinen Lebensunterhalt gestalten kann, viele Jahre keinen blassen Schimmer. Und bei mir war es jetzt nicht unbedingt so, dass ich in Dauerstress oder da enorm hohen Anforderungen im Job ausgesetzt war oder unter Zeitdruck was machen musste. Bei mir war der Dauerstress eher dahin gelagert, dass ich ja Summe X, also 8 Stunden auf jeden Fall im Büro verbracht hatte, noch Anfahrtszeit hatte, noch Heimfahrtzeit. Die Kinder waren klein, also Haushalt war dann auch noch zu bewältigen. Mittags, wenn du selbst Kinder hast, dann weißt du, wie das ist. Wenn du zwei Kinder hast, die müssen zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten sein, also Mama-Taxi-mäßig noch unterwegs und solche Dinge. Das war eher so in Anführungsstrichen der Stress. Und ich würde dir heute mal gerne ein paar Dinge mit auf den Weg geben, wie ich es geschafft habe, da wirklich rauszukommen. Zum einen, mir war klar, und wenn ich jetzt sage, mir war klar, dann habe ich mich damit einhergehend auch wirklich zu, ich sage jetzt mal 1000% committed, ich will da raus, ich will jetzt endgültig andere Resultate in meinem Leben erzielen und dazu darf ich jetzt Prioritäten setzen. Dazu darf ich jetzt ganz klar wissen, wo meine Reise hingeht, ganz klar mir drüber werden, wie genau schaut mein ideales Leben aus. Und alles das, was mich daran hindert, ist für einen gewissen Zeitraum nicht mehr in meiner Welt oder überhaupt nicht mehr in meiner Welt. Das heißt, so nach dem Motto, Scheuklappen an und in die Richtung geht es jetzt weiter. Weil letzten Endes, und da findest du dich wahrscheinlich auch wieder, auf dem Pferd bin ich auch mal gesessen, Webinare besucht, Ausbildung gemacht, Bücher gelesen, Kurse besucht, Seminare besucht, Zertifikate hätte ich eine ganze Wand können mit Zugleistern, mit Ausbildungen und Wissen angeeignet, im energetischen Bereich, im spirituellen Bereich, im marketingtechnischen Bereich, im keine Ahnung, was auch immer. Also Workshops über Workshops, Seminare über Seminare besucht. Webinare gab es damals sowas noch nicht. Das ist ja jetzt erst später dazu gekommen. Und immer gedacht, ich bin immer noch nicht gut genug, ich muss noch das, muss noch die Ausbildung machen, muss noch dies oder jenes machen. Das ist schon mal ein erster wichtiger Aspekt, den ich dir hier mal gerne mit auf den Weg gebe.
Du brauchst, um deine Talente, deine Fähigkeiten, die in dir verborgen sind, um die wirklich ans Licht zu bringen, brauchst du keine weiteren Ausbildungen, Zertifikate, Workshops, was auch immer es da gibt. Warum sage ich das mit der Vehemenz? Das sind alles interessante Ansichten, die wir uns gerade durch unser Schulsystem angeeignet haben, dass es immer darum geht, eine gewisse Leistung zu erbringen, Dinge sich noch aneignen zu müssen, damit jemand anderes dir bescheinigt, darin bist du gut, hier ist ein Zertifikat und jetzt kannst du damit was machen. Ja? Du bist hierher gekommen mit einer einzigartigen Botschaft, mit deiner Profession, mit deinem Seelenplan, mit deiner Mission. Dazu braucht es nichts als ganz authentisch du selbst zu sein, um dein Licht wirklich zum Strahlen zu bringen. Wenn ich das jetzt so mit Vehemenz sage, dass du nichts anderes brauchst, um dir damit ein freies Leben zu gestalten, dann heißt das natürlich nicht, also wenn ich von mir ausgehe, ich bin ja auch immer dabei, mich weiterzubilden in Bereichen, wo was mich interessiert und, und. Aber mir war eins klar, ich habe mir so viel Wissen angeeignet, jetzt darf es endlich mal drum gehen, da auch damit einfach auch mal mein Leben zu gestalten, frei zu gestalten, die Geldenergie in mein Leben fließen zu lassen, die es dazu braucht, um frei zu leben. Und natürlich auch mich so klar am Markt zu zeigen, zu positionieren, um es jetzt in Neudeutsch auszudrücken, dass ich genau weiß, für wen bin ich da und für wen bin ich nicht da. Also wirklich auch Grenzen zu setzen in der Richtung. Ganz klar zu wissen, da geht die Reise hin. Das sind all meine Talente und Fähigkeiten, die bis eben bei mir im Verborgenen sind. Die bringe ich jetzt mal ans Licht. Und damit starte ich jetzt einfach mal durch mit meinem Herzensbusiness. Und dazu brauche ich jetzt erstmal keine weiteren Zertifikate noch. Das alles in dir verborgen, was es braucht, um durchzustarten. Was ich da auch immer beobachte und wo ich auch so ein bisschen aufgesessen war, weil ich ja auch sehr, ja, wenn ich jetzt sage, spirituell in der Richtung angehaucht bin, wir sind alle spirituelle Wesen. Aber man steckt es gern mal so ein bisschen in eine Esoterik-Schiene, so mit Energien zu arbeiten, mit der geistigen Welt zu arbeiten, mit, keine Ahnung, mit den Helfern des Lichtes und der Liebe zu arbeiten. Man könnte das auch Engelenergien nennen oder wie auch immer das immer nennen möchte. Was ich da ganz, ganz viel beobachtet habe, ist, dass gerade diejenigen sich nicht erlauben, die Geldenergie ins Leben fließen zu lassen, die es eigentlich braucht, um ein freies Leben zu gestalten. Also nach dem Motto, ich bin ja zufrieden mit dem, was ich habe, ich brauche ja nicht mehr. Oder dass man es auf äußere Umstände bezieht. Äußere Umstände, was meine ich damit? Krisen zum Beispiel. Die letzten 2,5 Jahren hatten wir eine Krise da draußen. Jetzt haben wir eine Krise. Jetzt sprechen viele von Inflation, von steigenden Lebenshaltungskosten. Vorher hat man von anderen Krisen gesprochen. Ich will jetzt gar nicht auf Krisen eingehen. Ich will damit nur mal rüberbringen. Krisen da draußen, die gibt es immer. Die wird es in der Zukunft immer geben. Die gibt es jetzt und die gab es auch früher. Und das wird wahrscheinlich immer der Fall sein. Die Frage ist nur, du selbst hast die Entscheidung, hast die Wahl, dich zu entscheiden. Machst du Krisen im Äußeren zu deinen oder nicht? Weil guck mal, gerade wenn wir so die letzten 2,5 Jahre Revue passieren lassen, da gibt es Firmen, ja, die haben geschlossen mit der Begründung aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Andere Firmen gibt es, die haben enorme Umsatzsteigerungen gemacht. Aufgrund der Situation. Was ich damit sagen will, es ist immer die eigene Entscheidung. Und vor allem Firmen, die im exklusiveren Bereich unterwegs sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Also ich meine jetzt nicht so
die Masse ansprechen, sondern die wirklich im exklusiveren Bereich unterwegs sind. Egal, ob wir jetzt Modebranche, Autobranche oder was auch immer sehen. Die haben alle enorme Umsatzsteigerungen gehabt, auch die letzten 2,5 Jahre. Das heißt nochmal für dich, du hast die Wahl, dich zu entscheiden, dich an Krisen im Außen zu beteiligen oder zu sagen, nö, ich mache mein eigenes Ding. Ich erlaube mir, alles das in mein Leben fließen zu lassen, was es braucht, um mir ein freies Leben zu gestalten, einschließlich der Geldenergie, unabhängig von Dingen, die im Außen sind oder nicht. Weil letzten Endes jeder von uns, und das sind Naturgesetze, das sind Gesetze der geistigen Welt, wenn du so willst, alles geschieht nach Saat und Ernte. Wir können nicht erwarten, wenn wir Tomatenkerne in die Erde pflanzen, dass wir Apfelbäume pflanzen, beziehungsweise irgendwann Äpfel ernten können. Wenn ich Tomaten sähe, dann ernte ich Tomaten. Wenn ich Apfelkerne sähe, dann wird da ein Baum draußen, da kann ich irgendwann Äpfel ernten. Das funktioniert niemals auf einem anderen Weg und ich kann auch nicht erst ernten und dann säen. Das heißt mit anderen Worten, was mir klar war, als ich in dieser Situation damals war, wo ich raus wollte, wo ich von diesem freien Leben geträumt habe, wo an meinem Schreibtisch auch gestanden habe, ich erschaffe mir eine Welt voller Tage, vielmehr ich erschaffe mir ein Leben voller Tage, von dem ich keinen Urlaub mehr machen möchte. Das war mein Ziel im Groben und dann natürlich noch ganz fein deklariert. Da war mir eins klar, ich hole mir jetzt Hilfe an meine Seite von jemandem, die dort ist, wo ich hin möchte oder der dort ist. Ich hatte immer verschiedene Mentoren an meiner Seite. Und ich darf da auch ganz, ganz arg meine Geldthemen in die Heilung bringen, weil wir haben zu nichts und niemandem so ein unheilsames Verhältnis wie zum Lebensthema Geld. Das war für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich wollte ganz klar wissen, wie genau kann ich all meine Talente, Fähigkeiten, Potenziale, Gaben, Stärken, von denen ich so eine Ahnung habe, was es ist im Groben, aber bis eben nicht weiß, wie kann ich das wirklich leben, dass ich eine individuelle Begleitung mir geholt habe, die mir gezeigt hat, die damals schon dort war, wo ich hin wollte, wie das funktioniert. Und gleichzeitig auch meine Geldthemen in die Heilung bringen, damit mich Krisen im Außen nie wieder tangieren. Nie wieder tangieren. Und vor allem, das ist auch etwas, was so in unserem Zellbewusstsein abgespeichert ist, gerade wenn wir mal im Angestelltenverhältnis waren oder wie ich auch im öffentlichen Dienst. Einmal im Monat fließt Geld auf dem Konto und ich muss 30 Tage gucken, wie ich mit dem Geld auskomme. Und jedes Mal, wenn ich Geld ausgebe, also Geld abhebe oder eine Rechnung überweise, ist anschließend weniger auf dem Konto. Ich habe mir irgendwann gesagt, als mir so klar war, wie das mit den Gesetzen der geistigen Welt auch funktioniert, Gesetz von Saat und Ernte, Gesetz der Resonanz, wir erschaffen uns selbst mit unseren Gedanken unsere Lebenswirklichkeit. Liebes Universum, show me the way, zeig mir den Weg, wie, das waren meine Anfänge, zweimal im Monat wenigstens Geld aufs Konto fließt, dann jede Woche einmal, also viermal im Monat. Und dann show me the way, wie es funktioniert, dass jeden Tag Geld auf mein Konto fließt. Und das funktioniert. Und da kann ich mich wirklich nur um eines kümmern, um mich selbst. Krisen im Außen brauchen mich nicht zu interessieren. Wenn du authentisch dein eigenes Ding machst und ganz genau weißt, wie du deine volle PS auf die Straße bringen kannst, dann kann im Außen sein, was will. Du machst da dein eigenes Ding. Weil du selbst dir deine Lebenswirklichkeit erschaffst, niemals jemand im Außen. Das sind immer so interessante Ansichten und Wahlen, die wir treffen. Da draußen ist eine Krise, egal wie wir sie nennen. Und dann gehe ich damit, ja, wie sage ich, in Resonanz und dann mache ich es auch zum Stück zu meiner Krise. Ich weiß, das klingt jetzt für den Kopf, für den Denker total daneben und er wird sagen, was redet die da? Was für ein Unsinn, das ist doch da draußen so und so und so und so. Ja, natürlich, aber jeder erschafft seine eigene Lebenswirklichkeit, hat seine eigene Realität.
Und wenn du mal ganz genau weißt, wie du wirklich alle Energien nutzt, auch mit der geistigen Welt zusammenwirkst und mal genau auf dich abgestimmt weißt, wie du all deine Talente, Fähigkeiten, die in dir verborgen sind, auf die Straße bringst und wie du damit auch die Geldenergie in dein Leben fließen lassen kannst, sodass es nie wieder eine Überlegung braucht. Du siehst irgendwas, was du gerne hättest, sei es eine Fortbildung, sei es eine Weiterbildung oder sonst irgendwas oder Urlaub oder du willst irgendwo hinfliegen. Dann schaust du einfach, wo du buchen oder kaufen kannst und überweist und los geht's. Das ist etwas, was in meinem Mind drin war, wo ich unbedingt erreichen wollte. Und das sind so die Dinge, wo ich dir definitiv bei weiterhelfen kann. Nur letzten Endes, weder das Universum noch ich können entscheiden, ob du das möchtest. Das kannst nur du selbst. Du selbst darfst dir klar darüber werden, da geht die Reise hin. Und da ist es ganz wichtig, dass du diese Schritte auch beachtest, dass du mit der geistigen Welt, mit all den Energien, die es dazu braucht, so wirkst, ich sage jetzt bewusst wirken und nicht arbeiten, dass du genau weißt, wie das funktioniert im Kontext, wie du dir deine Lebenswirklichkeit erschaffst, wie genau du denken darfst, damit du eine andere Lebenswirklichkeit erschaffst, weil mit deinen Gedanken, jeder von uns erschafft sich mit seinen Gedanken seine Lebenswirklichkeit. Die jetzige Lebenswirklichkeit mit all den Herausforderungen, was es ist, beruflich, privat, gesundheitlich, ist nur durch Gedanken entstanden, die du bis gestern, bis vorgestern, bis letztes Jahr, die letzten Jahre schon gedacht hast. Niemand anderes hat sich diese Lebenswirklichkeit erschaffen. Das klingt jetzt ein bisschen heftig und triggert vielleicht auch ein bisschen, aber es ist nun mal so. Auch meine Lebenswirklichkeit erschaffe nur ich mir selbst, niemand anderes. Meine frühere Lebenswirklichkeit, wo ich, ich sag's mal, in meinem damaligen Sprachjargon noch so im Schlamassel drin gesteckt habe, habe ich mir auch selbst erschaffen. Niemand anderes. So, und da durfte ich wirklich in die Eigenverantwortung gehen, mir klar drüber werden, in die Richtung geht's weiter und das hat alles verändert. Nicht von heute auf morgen in dieses neue Leben für mich, für die Family, für meinen Mann, für unsere Kinder. Da durfte ich mich hinein entspannen, hineinschwingen, aber das ging immer nur damit einher, auch bis heute, dass ich Menschen an meiner Seite habe, die immer so einen entscheidenden Schritt weiter sind als ich, die also schon dort sind, wo ich hin will, nur die können mir ja den Weg zeigen. Und ja, das ist nicht immer bequem. Warum? Weil wir immer wieder unsere Komfortzone dann verlassen dürfen. Ja, und das mag unser Stammhirn, unser System einfach nicht. Okay, in diesem Sinne, das wollte ich dir unbedingt mal heute hier so mit auf den Weg geben, ans Herz legen. Du hast immer die Wahl. Gibst du dich mit dem zufrieden, wie es gerade ist, und erzählst du dir Geschichten, es ist halt so, da draußen ist Krise, oder ich habe halt keine Zeit, oder tralala, tralala, was auch immer, oder erzählst du dir Geschichte? Gerade weil das jetzt so und so ist, entscheide ich mich jetzt dafür, es ab sofort anders zu machen, hol mir eine Begleitung, individuell auf mich abgestimmt, bin bereit, in mich zu investieren, alles das, was es dazu braucht, mir jetzt anzueignen und da wirklich mal die Schranke aufzumachen. Und dann bin ich definitiv die Richtige an deiner Seite, wenn du das möchtest. Dann nimm gern Kontakt zu mir auf und lass uns da gerne mal über Details sprechen, wie so eine Begleitung ausschaut. Wenn ich jetzt davon spreche, dass ich definitiv die Richtige für dich bin, dann ist das natürlich auch so gemeint, dass du in dich investieren darfst. Du kannst, da sind wir auch noch mal bei den Gesetzen der geistigen Welt. Wenn wir das jetzt hier mal auf unsere materialistische Welt beziehen, wenn du von München nach Hamburg fahren möchtest, an die Tankstelle fährst und für 20 Euro tankst, wie weit kommst du? Ich habe jetzt kein Gefühl für die Kilometerzahl, aber sicherlich nicht von München nach Hamburg, weil es viel zu weit ist. Um da anzukommen, darfst du entsprechend investieren, sprich was in den Tank, in dein Auto hineinfüllen, damit das funktioniert. Da reichen 20 Euro oder keine Ahnung was, das reicht da einfach nicht. Und genauso ist es mit dem Invest, solange wir kostenfreie Webinare, Kurse besuchen und, und. Ich sage es jetzt mal so für kleines Geld,
für 100 Euro, für 200 Euro oder keine Ahnung, auch für 1000 Euro, wirst du auch immer nur kleine Ergebnisse erzielen, die der Energie, weil es ist ja alles Energie, von 20 Euro oder von 100 Euro entsprechen. Wenn du aber bereit bist, wirklich in dich zu investieren, weil du wirklich viel in deinem Leben mal erreichen möchtest, dann darfst du auch bereit sein, da in der Richtung die Entscheidung zu treffen. Es ist alles Energie. Du kannst nicht erwarten, dass du in einen Topf eine Energie für, ich sage jetzt mal, 1000 Euro reingibst und erwartest, dass du 100.000 Euro rausholst. Das kann nicht funktionieren. Ja? That's it. Also, lass mal auf dich wirken. Und wenn dich das jetzt irgendwie kribbelt oder triggert, dann weißt du, es stößt auf Resonanz in dir. Es ist genau das Richtige für dich. Nimm gerne Kontakt zu mir auf. Lass uns sprechen, wie genau so eine Begleitung ausschaut. Auch um zu schauen, wo stehst du jetzt, wo möchtest du hin, wo geht die Reise hin. Und ja, dann kommst du zu mir in die Begleitung und alles Weitere machen wir gemeinsam. Du entscheidest, du hast immer die Wahl, da stehen zu bleiben, weiter so die unsichtbaren Gummibänder dich immer wieder zurückhalten lassen, so die Schattenseiten, bei mir ist ja auch gerade Schatten vom Licht hier an der Wand, oder eben die Schattenseiten endlich mal zu durchleuchten, wo Licht ist, es hat Schatten, keine Chance mehr, und dann kommst du auf die Sonnenseite deines Lebens. Auf die Seite deines Lebens, wo wirklich deine kühnsten Träume zur Lebenswirklichkeit werden. Und dann bin ich definitiv die richtige Mentorin für dich. Also nimm Kontakt auf und lass uns über alles im Detail sprechen. In diesem Sinne, ciao, ciao!